herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von TUI Society. Das Bild ist etwas verschwommen. Ihr seht noch nicht, worauf ich sitze, aber ihr hört es vielleicht. Jetzt geht es um die Kurve und... Ah, herrlicher Klang. Die ein oder anderen von euch haben es wahrscheinlich schon auf Insta gesehen. Ich habe mir ein neues Bike geholt, die Z750 ist weg. Und ja, ich wollte euch heute mal mein neues Motorrad vorstellen. Und zwar, wir machen das Bild mal ein bisschen schärfer, dass ihr sehen könnt, auf was ich gerade sitze. Ich hoffe, dass die Kameraposition so in Ordnung ist. Ich habe auch einen neuen Helm schon seit einiger Zeit. Und hier hatte ich noch keine GoPro-Halterung drauf. Die habe ich jetzt erst hingebaut und deshalb hoffe ich, dass das von dem Winkel her so in Ordnung ist, dass man alles sieht, was man sehen möchte. Nur die Frage ist halt, wen juckt? Ja, ihr seht, ich sitze auf einer KTM 690 SMC. Keine SMCR. Ich habe mir die SMC geholt, einen Ticken höher, einen Ticken härter. Man sagt, einen Ticken sportlicher. What? Bro, what are you talking about, man? Mag sein, mag auch nicht sein. Kommt, denke ich mal, auf die Bedürfnisse des einzelnen Fahrers an. Und ja, das gute Stück hat einen offenen Luftfilterkasten verbaut, Stage 1 und ein Akrapovic, den Akra, den habe ich aber runter. Ansonsten bist du hier bei der Polizeikontrolle immer dabei. Der Akra ist leider für die SMC und SMCR nicht zugelassen. Von dem her derzeit mit Originalausbruch unterwegs, aber ich habe schon was Schönes Neues im Blick. Und zwar möchte ich den Akra tauschen gegen einen Powerparts-Auspuff, entweder einen Sebring oder einen Remus, je nachdem, was sich hier ergibt. Ja, wir haben hier eine, wie gesagt, SMC aus dem Jahr 2008. Das heißt, eine der ersten Modelle aus dieser Baureihe, die so aussah. In meinen Augen mit eines der schönsten Motorräder derzeit auf dem Markt, zumindest im Supermoto-Bereich. Und ich wollte einfach von meiner schweren Naked weg auf eine Supermoto, gerade für diese engen kurvigen Strecken, die wir hier haben. Ist einfach eine Supermoto, wirklich mega entspannt zu fahren, macht super viel Spaß, weil man sie einfach perfekt um die Kurven schmeißen kann. Sie hat, als ich sie gekauft habe, 15.500 in etwa runter. Bin damit noch, ja, gute 100 Kilometer nach Hause gefahren und jetzt schon in etwa knappe 400 Kilometer mit ihr abgespult. Das heißt, ich muss mit dem ganzen Bike noch so ein bisschen, ja, einfach warm werden. Obwohl ich schon ein paar Mal eine SMCR gefahren bin und andere Supermotos, ist das einfach immer wieder was anderes. Vor allem, weil ich relativ kurze Beine habe und für mich ist das ein bisschen schwierig, da runterzukommen. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, was ich da verändern kann, ob ich sie tiefer lege oder nicht. Aber Leute, mal im Ernst, hört euch das an. Dieser Sound ist einfach brachial, das ist Wahnsinn. Trotz Serienauspuff einfach der offene Luftfilterkasten, der macht schon so, so mega viel aus. Aber wir suchen uns jetzt gleich mal eine schöne Stelle, wo wir uns hinstellen können und dann das Bike von allen Seiten angucken. Und das ist halt das Schöne an Supermoto. Du fährst im zweiten Gang aus der Kurve raus und das Ding, ohne an der Kupplung zu reißen, kommt einfach hoch. Das ist wirklich, das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist das, was mir am Supermoto oder an der Supermoto allgemein so mega viel Laune macht, dass man einfach mit ihr, du kommst überall lang, du kannst einfach mal hier auf eine Wiese drauf fahren oder so, wie du gerade lustig bist. Ah, hier liegt überall Rollsplit rum, so eine Scheiße. So, da ist ein Weg. Da stellen wir uns jetzt einfach mal hin. Ja, Freunde, da ist das gute Stück KTM 690 SMC, relativ seriengelassen. Das Einzige, was hier geändert wurde, sind die Blinker. Putzen muss ich sie auch mal wieder. Habe sie, seit ich sie habe, noch nicht geputzt. Und gerade wenn man viel abends fährt, die ganzen Fliegen, das haut doch schon kräftig rein. Traktor auch hier am Start. Ansonsten Spiegelserie, was ich jetzt weggemacht habe, waren die Handguards. Mir gefällt das einfach ohne Handguards viel besser. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was findet ihr geiler, mit oder ohne Handguards? Ich finde, ohne sieht es einfach so ein bisschen, ja, sportlicher aus. Es kommt mehr Luft an die Finger und das ist gerade im Sommer, wenn es so heiß ist, wirklich angenehm. Ansonsten kleine LED-Blinker wurden verbaut. Hier eine Gabelentlüftung, wo man einfach nur drauf drücken muss und nicht die Schraube rausnehmen.
Acra hat sie, wie gesagt, dabei, habe ich jetzt derzeit aber abgebaut, weil, ja, hat einfach keine Zulassung. Sturzpads hier unten, dass da nicht gleich alles Mögliche verkratzt. Hinten auch Blinker, kurzes Heck. Der Blinker, der fliegt hier durch den Auspuffstrom einfach immer wieder nach hinten. Ja, die Handgriffe hinten habe ich auch weggemacht. Neues Plastik drauf, dass es wieder schick aussieht. Dann bekommt sie ein neues Design spendiert. Andere Spiegel kommen auf jeden Fall noch. So ein paar eluxierte Teile habe ich schon organisiert. Gerade hier der Bremshebel, der ist ein bisschen verbogen. Da kommen eluxierte Teile drauf. Auf der anderen Seite der Schalthebel, der ist kräftig eingekürzt. Hier sieht man noch so ein paar Schleifspuren. Der kommt auch neu. Service bekommt sie neu. TÜV hat sie erst neu bekommen. Ansonsten habe ich so ein bisschen, ja, das übliche Tamtam gemacht, was man einfach so machen muss an Wartung und Pflege. Bremsflüssigkeit neu, Öl kommt jetzt neu, Kette wird noch sauber gemacht und neu geschmiert. Das ganze Moped einmal auf links gedreht und sauber gemacht, Kipphebel und Ventile geprüft, um zu schauen, in welchem Zustand die sind. Aber ja, ich habe das Motorrad relativ günstig geschossen und deshalb ist er auch hier, auch wenn ein bisschen was zu machen ist. TÜV hat es, wie gesagt, neu bekommen, das ist völlig in Ordnung. Und ja, dementsprechend glaube ich, habe ich hier ein wirklich gutes Schnäppchen gemacht mit dem Teil. Mit gerade mal 15.500 auf dem Tacho. Wirklich ein super geiles, angenehmes Bike. Schön zu fahren, aber dazu kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Auch warum ich die Kawasaki abgegeben habe und so weiter. Ja, ich wollte euch einfach mal mein neues Bike zeigen. Ich fahre jetzt noch eine Runde weiter, mache noch eine schöne Feierabendrunde, gehe hier in Heilbronn noch auf die Platte, einen schönen Eistee trinken und dann lege ich mich demnächst ins Bett und gehe morgen früh wieder arbeiten. Wie gesagt, nicht vergessen, Abo dalassen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr geiler findet, mit oder ohne Handguards. Ich bin echt am Überlegen, ob ich sie wieder dran mache oder weglasse. Und ja, schreibt mir in die Kommentare mit oder ohne Handguards. Ich bin echt am Überlegen, ob ich sie wieder dran mache oder weglasse. Was findet ihr geiler? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Packt es mir in die Kommentare, Abo dalassen. Und das war's von mir für heute mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.